Das Haus am Horn. Schnörkellos, geradlinig mit Flachdach. 1923 eine Sensation. Gefeiert von der überregionalen Presse, geschmäht als großartig misslungen von den Weimarern. Der neue, schlichte Bauhausstil, außen wie innen, gefiel damals nicht jedem. Heute ein Klassiker, der Scharen von Besuchern anzieht. Ich bin begeistert von der Funktionalität. Damals schon vor 100 Jahren und in der Küche, also ja, überhaupt alles, die Größe, das Helle. Und vor 100 Jahren sozusagen schon der Gedanke so dieser Moderne, so das Moderne. Dass man auf Flora verzichtet, das ist ja auch sehr sinnvoll für die Raumnutzung, ne? Dass alle Zimmer von dem zentralen Zimmer erreichbar sind. Keine Materialverschwendung, effiziente Raumaufteilung, praktische Möbel. Das war Prinzip des Bauhauses. Mit dem Haus am Horn präsentierte es erstmals sein Potenzial. Sein Gründer, Walter Gropius, wollte, dass sich jeder schöne und funktionale Dinge leisten könne. So wurde auch die Küche zu einem, wie es hieß, Laboratorium für die Frau, das sie entlasten sollte. Man hat eine Mini-Küche entwickelt, die ganz kompakt ist, um ihr mehr freie Zeit zu ermöglichen. Der Gedanke, in der Küche gemeinsam zusammen zu wirtschaften, der war dann wahrscheinlich doch zu revolutionär. Der kam dann später. Aber für 1923 ist das, glaube ich, wirklich schon ein sehr fortschrittlicher Gedanke. Der Leitgedanke des Bauhauses, Kunst und Technik sind eine Einheit, zeigt sich nicht nur im Haus am Horn, auch an vielen Objekten, Möbeln, Entwürfen im Bauhausmuseum. 100 Jahre nach der ersten Ausstellung sind viele Themen von damals, wie zum Beispiel preiswertes und gesundes Wohnen, nach wie vor aktuell. Die Welt hat sich verändert, die Bauhausidee bleibt dennoch modern. Das Bauhaus war wirklich eine Syntheseleistung. Die haben ein erstes Mal tatsächlich übergreifend zusammengearbeitet. Künstler, Handwerker, Techniker haben zusammengearbeitet. Später kamen Wissenschaftler dazu. Das war absolut brandneu. Und das prägt unsere heutige Gegenwart nach wie vor. Und man kann sagen, das Utopiepotenzial, das das Bauhaus hatte, wirklich in eine offene Zukunft zu gehen, mutig zu sein mit Vorschlägen, davon können wir jede Menge lernen. Versüßt wird die Feier heute mit einem Haus am Horn, das man verspeisen kann, also einer Baumkuchentorte. Noch bis zum 10. September wird an das Jahrhundertjubiläum der ersten Bauhausausstellung erinnert. Mit Vorträgen, Diskussionen, Konzerten.